So, da bin ich wieder. Okay, Beitest Vanilla Folge 43. Die vorletzte für diese Session. Dann tut das passen. Und wenn nicht, wird Hafen gemacht. Okay, wir haben Wolle. Wir wollten ein Bett bauen. Und wir wollten die Lagersachen umräumen. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal das Lager umräumen. Wenn wir denn alles da haben, können wir denn in Ruhe und uns innen um das Kackgedöns da kümmern. Wenn wir schon mal dabei sind, werde ich auf jeden Fall erstmal das ganze Zeug ablagern, was wir sowieso schon in den ganzen Taschen haben. Also Stichwort Blätter. Na, warum sieht man das nicht? Hä? Oh! Aber ich hatte doch das mit dem Flackern gefixt gehabt. Wie ist das denn jetzt schon wieder mit dem Flackern? Ich werde daraus nicht schlau. Ernsthaft. Gut. Ach so, ja, das kann durchaus sein. Da war ja was. Und zwar müssen wir ganz kurz gucken, ob es bei dem jetzt nämlich auch so ist. Ja, doch, tatsächlich ist es auch so. Okay, gut. Wisst ihr was? Dann machen wir aus der Folge eine kleine Special-Special-Folge. Und zwar Live-Fixen von MyTest. Yay! Das ist genau das, was wir wollten, Ronny. Gib uns mehr! MyTest! Yay! Max! Hey! Drama! Yay! Okay, und zwar geht es um. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, es ging, glaube ich, um diese Mod hier. Um diese Lua-Datei. Und zwar. Oh Gott, ich habe schon so lange nicht mehr gefixt. Was war denn das jetzt so? Hatte ich das hinzugefügt gehabt? Da war irgendwas mit. Okay. Muss mal ganz kurz gucken hier, wo das war. Sobald ich das gefunden habe, melde ich mich dann. Also, was ich jetzt gerade suche, ist, die ganzen Sachen werden dann wie folgt gemacht. Es wird erstmal eine Box erstellt, die halt ihre Texturen hat. Und dann wird praktisch zusätzlich zu dieser Textur ein Entity erstellt, wo dann praktisch das Symbol ist von dem, was drinne ist. Und das Problem ist, dass diese Textur genau an der Stelle positioniert wird, wo auch die Textur von der Box drinne ist, weswegen sich diese beiden Texturen überlagern. Und damit die Grafikkarte je nach Ungenauigkeit, also je nachdem, wo sie gerade ist, entscheidet, welche Textur sie zeichnet. Und deswegen kommt dieses Flackern, weil in einem Einwinkel sagt sie, okay, man sieht die Textur. Aus einem anderen Winkel sagt sie aber, nee, man sieht doch eher die Textur. Und deswegen kommt dieses Flackern halt. Und mein Fix war halt, dass ich gesagt habe, dass er die Textur mit den Entities etwas weiter davor schieben soll, sodass man die immer vor der anderen Textur sieht und damit dieses Flackern nicht mehr da ist. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo das definiert wurde, weil diese Textzeilen hier, die haben echt was an der Nudel. Das ist hier nicht klar strukturiert, von daher muss ich gucken, wo das definiert war. Wo normalerweise gehört das hier so zu Visual, aber es war glaube ich nicht in der in der Datei definiert. Such mal ganz kurz nach Position 2 hieß die Variable, glaube. Schon mal nicht.
Position 2 auch nicht. Was gibt es sonst noch so viel Position? Mehr nicht. Oder war es bei Helper mit drin? Das kann es natürlich gewesen sein, dass es eine Helper-Funktion war. Ja, dann war es bei Helper mit drin. Genau, das ist es hier. Das hier. Vector-Add. Diese Funktion, die ist halt dafür verantwortlich, also damit ihr wisst, wie es funktioniert. Wir haben eine Kiste. Ich versuche das Ganze erstmal grafisch darzustellen. Ich hoffe, man schreit mich jetzt hier nicht zusammen. Was nehmen wir denn dafür am besten? Ach, einfach GIMP. Classic. So, okay, also angenommen, wir haben hier unsere Umgebung und innerhalb dieser Umgebung erzeugen wir jetzt den Block. Das wäre dann zum Beispiel, ja, also, so, machen wir jetzt ein bisschen bei Hand, so, das wäre unsere Kiste. So, dann wäre die Mitte von der Kiste ungefähr hier. So. Und jetzt sieht man ja, wenn man vor der Kiste steht, dann ist ja praktisch dieses Fach ein bisschen weiter drinne. Das heißt also, die Kiste ist, wenn jetzt hier der Betrachter wäre, dann wäre die Kiste hier so ein bisschen reingeschoben, ne? Bam. Okay, bitte etwas größer. Das geht ja mal gar nicht. Das ist wieder ein bisschen zu groß. Machen wir mal wieder so hier. Das ist eine gesunde Kurve. Ach, dieses Weichzeichen nochmal. So. So sieht die Kiste von vorne aus. Und wir gucken praktisch von hier auf die Kiste rauf. Und dann hat man normalerweise das Entity. Das ist halt, sitzt halt genau hier vorne drauf. Und die Grafikkarte kann jetzt nicht entscheiden, ob sie das Schwarze zeichnen soll oder das Rote. Deswegen flackert das Rote immer so. Und was ich versuche, ist, dieses Rote da wegzubekommen und etwas weiter nach vorne zu schieben. Sodass praktisch die Grafikkarte immer klar sagen kann, okay, das Rote ist vor der eigentlichen Kiste. Und damit das Rote immer vor der Kiste auch zeichnet und damit dieses Flackern aufhört. Wie ich das mache, ist ganz einfach. Dieser rote Strich wird berechnet, indem die Kiste halt einfach einen Radius von 0,5, glaube ich, hat. Genau. Heißt also, die Kiste selber hat eine Kantenlänge von 1, das hier ist 1 und das hier ist auch 1. Und das wird berechnet, indem einfach von der Mitte der Box eine Linie mit halber Entfernung gezeichnet wird. Aber nicht ganz, sondern halt standardmäßig waren hier 0,438 oder sowas waren da drin. Heißt also, nicht ganz die Hälfte, weil dann wäre sie ja auf der Ebene. Sondern nur 0,43, was dann ungefähr bis hier geht, weswegen das Ding genau hier drauf war. Und ich habe jetzt versucht, diesen Wert ein bisschen anzuheben, sodass er weiter nach vorne geht und man den als vorher weiter vorne sieht. Und das macht man hiermit. Jetzt fragt man sich, warum steht hier Vector Add? Ganz einfach deswegen, weil die Kisten kann man ja nicht nur so rum positionieren, sondern man könnte die Kiste ja auch drehen. Dann wäre das Ganze hier oben. Und damit nicht für jeden Blickwinkel, also für jede Ausrichtung der Box, eine eigene Funktion geschrieben wird, deswegen wird ja ein Vektor definiert und einfach zu diesem Vektor wird das dann dazu addiert. Heißt also, man hat einen Vektor von jetzt 0 und minus 1, also 0, beziehungsweise man gibt erst die X-Richtung an, also wäre in dem Fall minus 1 und 0, also nach links. Und wenn man das praktisch dann nach oben hat, wäre das dann halt ein Vektor von, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja, deswegen halt diese Vektorfunktion, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte. Das macht man halt sehr gerne, um
ja, platzierungsunabhängig Sachen darzustellen, die dann sich mitdrehen sollen, wenn sich die Kiste dreht. Oder wenn die Kiste halt in einer anderen Rotierung belegt wird. So, und wir müssen jetzt den Wert noch weiter erhöhen, damit das Ding weiter nach draußen kommt. Ich bin mal voll kreativ und mache einfach hier noch eine 7 vor. Da haben wir ein bisschen mehr. Wie gesagt, das hier würde bedeuten, dass der Strich genau vorne an der Kante wäre. Das Problem ist, dann sieht man, dass das Ding fliegt. So. Jetzt müssen wir, also ich mache es einfach mal testenshalber mit 0,5, ne, damit man weiß, wie das dann ungefähr aussieht. So, weiß gar nicht mehr, da. Zeile 100. So, okay, die Zeile patchen wir jetzt in den Server. Das wäre da. Dann wäre das der da meint es. Das ist der Server 2, von denen die Mods. Und da der einmal die Server-Mod, Lua und Helper überschreiben. Ja. So, dann verbinden wir uns mal wieder mit unserem Server. Und sagen jetzt einmal Server neu starten. So, sollte wieder hochgefahren sein mittlerweile. Allzu lange braucht er ja gar nicht. Jawohl, ist wieder online. So, damit die Änderungen wirksam wären, müssten wir jetzt so eine Kiste global einmal abbauen. Und dann wieder hinbauen. So, und jetzt sollte das eigentlich dann. Genau, siehst du? Jetzt ist das hier wesentlich weiter vorne. Okay, sieht man kaum. Oh, ne, sieht man eigentlich kaum. Gut, können wir das tatsächlich fast so lassen. So, die Frage ist jetzt nur, ob das auf die bereits vorhandenen. Ne, siehst du, die vorhandenen Server, da bleibt es leider so weiter drinne. Aber ja, die, die jetzt neu gebaut werden, die sind praktisch damit jetzt gefixt. Das Problem ist, wir müssten also alle Kisten einmal ab und wieder aufbauen. Ich hasse so eine dreckigen Fix. So, testen wir hier vorne auch noch mal direkt, damit wir wirklich sicher gehen können. Ah, genau. Also ich muss die Kiste tatsächlich komplett abbauen. Einmal abbauen und wieder hinbauen. Und jetzt, tada, kein Flacker mehr. So schnell kann man Fehler fixen. Wie gesagt, das Problem ist halt nur, man muss alle Kisten leider komplett wieder abbauen und neu aufbauen. Das wird schon hässlich. Ach du Kacke. Naja, ich meine, zum Aufbauen der Kisten haben wir 10 Minuten gebraucht. Zum Ab- und Wiederaufbauen brauchen wir dann vielleicht 20 Minuten oder sowas, keine Ahnung. Das Ding kann weg. Verwerfen. So. Ja. Achso, ich muss die Datei natürlich auch auf die anderen Server patchen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt mit 0,5 gearbeitet, ne? Ja. Egal, lasse ich so. 0,475 hätte zwar vielleicht auch ausgereicht, aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. So, auf alle meine Server patchen. Überschreiben. Überschreiben. So, der Trash-Server ist der auf der 8 hört. Habe ich da drauf? Ne, siehst du, da gibt es die Mod gar nicht. Okay. Gut. Und jetzt einmal, jetzt kommt der nächste Clou. Ah, wir sind ja hier in Linux, ne? Kann ich mich jetzt mit SSH verbinden? Bumm. Easy. Keine Angst, sind plus 30 Zeichen. So, und jetzt kann ich nämlich sagen, bitte einmal alle Server neu starten, indem
ich allen MyTest-Instanzen einmal ein Victorian-Signal gebe. Jetzt starten alle Server neu. Hier kann ich eigentlich doch mal zeigen, wie das geht. Server ist jetzt neu gestartet. So, und zwar, naja, wir sind ja hier richtig schön modern. VNC, bam. So, jetzt seht ihr meinen Server, also den Screen von meinem Server seht ihr jetzt. Da läuft der Mind-Clone-Server und hier laufen die ganzen Mind-Test-Server, also hier Carpeton, Aether, Vanilla, Underworld. Dann gibt es hier noch mein Trash-Server und dann mein Backup-System. Ja, seht doch mal, wie ich hier meine Backups anlege. Relativ easy. So, und jetzt könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn ich alle Server einfach mal den Neustartbefehl gebe. Mache ich mal ein bisschen so easy peasy. So. Und dann let's walk. Achso, ey, wow. Ich darf was eingeben. Aha, bumm, bumm. Ja, über VNC stockert es ein bisschen. Im echten Server ist natürlich schon fließend der Text. So, und alle Server wieder online. So schnell geht bei mir ein Server-Neustart von allen Servern. Ah, das ist geil. IRC connected, sehr schön. So, egal. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. So, wir machen jetzt weiter. Lua-Kacke ist fertig. Server ist gefixt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mit dem eigentlichen Let's Play weiter. So. Haben wir gerade mal 10 Minuten für gebraucht. Interessant. Okay. So, und jetzt heißt es traurigerweise alle Kisten abbauen. Und wieder aufbauen. Das wird kacke. Ich weiß gar nicht, geht das mit einer Axt schneller? Achso, ist schon wieder. Da. Okay. Ja, doch, geht schneller. Halleluja, ja, das wird ein Spaß. Alle schön liebevoll aufgebaut und jetzt können wir wieder alle hier neu aufbauen. Genau wegen solchen Gründen werden Kriege begonnen. Ist das traurig. Was ich auch witzig finde, das ist aber, das hat nichts mit den Kisten zu tun, sondern das bei meinem Test allgemein. Wenn ich jetzt hier anfange abzubauen, funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt aber erst die Kiste abbaue und dann auf die Kiste rüberwechsel, ohne die Maustaste loszulassen, kann ich auch hier raufklicken und um die Kiste abzubauen. Seht ihr? Voll witzig. Aber wie gesagt, das hat nichts mit den Kisten zu tun, sondern das ist bei meinem Test allgemein so. Ich schätze mal, das liegt daran, müsste ich aber selber erstmal nachgucken, dass er diese Abfrage, wo man raufklickt, nur dann ausführt, wenn man wirklich die Maustaste anfängt zu, also praktisch halt raufklickt und nicht während man sie gedrückt hält. Das heißt also, wenn er am Anfang sagt, okay, er ist in dem Modus, wo er Kisten abbaut, dann bleibt er auch in dem Modus drin und überprüft nicht weiter, ob man immer noch die Flächen berührt. Meine Spitzhacke ist kaputt, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Das da. Und eine reicht vollkommen.
Tja, und seht ihr, jetzt wenn ihr ihn fixt, habt ihr gesehen, weswegen ich persönlich Linux liebe. Weil so schnell sich mit SSH, mit dem Server verbinden, Sachen patchen und den Server neu starten, sowas würde man unter Windows, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber sowas würde man unter Windows definitiv nicht hinbekommen. Nicht so on the fly. Und bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Windows. Also es gibt auch tatsächlich Fälle, wo ich Leuten Windows empfehle. Ja, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, okay, Ronny, ich brauche ein Gaming-System, wo ich aktuelle AAA-Titel komplett geil spielen kann, ne, dann führt kein Weg um Windows drumherum. Wegen, weil viele Spiele nutzen halt DirectX und DirectX ist halt Windows und damit hat sich die Sache erledigt. Aber es gibt halt auch Sachen, da kommt es halt einfach nur auf, ja, ich sag jetzt mal, ja, auf andere Sachen an. Und da hat dann halt Windows nicht mehr die Nase vorne, sondern halt Linux. So, siehst du gleich mal testen, bevor wir hier alles rumbauen? Perfekt. Ah, das sieht gut aus. Ohne Flackern, ohne alles. Ist das geil. Nice. Das gefällt mir. Tja, wenn sich nur die ganzen Leute freuen, die dürfen alle ihre Kisten nochmal ab und wieder aufbauen. Ich meine, solange die Kisten relativ leer sind, hat man ja gesehen, geht es relativ schnell. Aber wenn die Kisten alle schon gefüllt sind, dann darf man die erstmal entleeren, dann abbauen und kann die dann erst wieder aufbauen und muss sie wieder befüllen. Das kann schon ganz schön Nerven kosten. Denke ich mal. Aber ich bin froh, dass das gefixt ist. Aber wie gesagt, ich war der Meinung, also ich habe es definitiv bereits gefixt. Und ich war der Meinung, dass es da funktioniert hatte dann. Kann aber durchaus sein, dass der Wert halt doch noch nicht optimiert genug war. Wie gesagt, original stand ein Wert von 0,438, glaube ich, drin. Keine Ahnung, warum der Entwickler genau diesen Wert gewählt hat. Auf jeden Fall hat es mit dem Wert gar nicht funktioniert. Da hat es immer geflackert. So. Nein, das war klar. Arschloch. So. Und weil es wie gesagt eine Vektorfunktion war, gilt dieser Fix wie gesagt überall. Heißt also, hier funktioniert er jetzt, in der Himmelsrichtung funktioniert es jetzt und in der Himmelsrichtung funktioniert es natürlich dann auch. Tada! Und das ist halt der Vorteil einer Vektorfunktion. Wenn das nämlich keine Vektorfunktion wäre, müsste ich praktisch den Wert für alle vier Fälle einmal manuell ändern und so habe ich halt einfach nur einen Wert, den ich ändere und der wird dann praktisch je nachdem in welche Richtung die Box ausgerichtet ist, halt entsprechend transformiert, wie man so schön sagt. Hä? Habe ich nicht irgendwo noch Weizen reingepackt? Nicht? Ne? Na gut, dann nicht. Genau. Also klar, Weizen waren natürlich da vorne drin. Oh, ich dachte gerade schon, das sah gerade so aus, als wenn es geflackert hätte. Aber das war einfach nur dieses Anti-Aliasing, also dass halt kein Anti-Aliasing drin ist. Nice, nice, nice. Okay, weiter im Text. Koffer. Wow, danke. Kein Respekt mehr hier vor den Werten der Älteren. Ja, hallo? Da.
Gut, dann haben wir es doch in der Folge schon mal geschafft. Dann können wir uns in der nächsten Folge also tatsächlich darum kümmern, denn die Sachen endlich mal rüberzuräumen, hier in diese Bude. Und dann unten die Sachen aufzubauen, die wir aufbauen wollen. Also Betten und sowas. Ja, das war eine schöne Katastrophe. So, hier ist alles, was nahrungstechnisch ist. Hier ist dann alles, was Bergbau, Holz und so ist. Das heißt also, die Dwarver zum Beispiel kommen hier mit rein. Bop. So, hier ist wie gesagt Nahrung. Das heißt also, einmal fangen wir am besten hier schön unten an. Hier unten ist, oh, genau. Da. Und Äpfel kommen. Nee, Äpfel behalte ich in der Hand. That makes sense. So, Wolle kommt dann einmal unter. Ach, halt, das habe ich falsch gemacht. Du bitte raus. Die Saat kommt unten rein. Oben kommt das Produkt rein. So, hier haben wir keine Saat. Die haben wir komplett verpflanzt. Dann kommt jetzt Holz. Holz ist auch hier mit bei. So. Die sind alle noch relativ gut. Oh, der ist schon halb voll. Wir haben 370 Weizen. Können wir viel Brot backen. Okay. So, jetzt kommt etwas, was richtig scheiße wird, und zwar die ganzen Blätter. Da werden wir jetzt tatsächlich mehrere Fächer brauchen, definitiv. Ja, wo noch Kacke. Gut, ich schmeiß euch erstmal alles hier rein, damit wir unsere Taschen hier erstmal Blättern vollpacken können. Die kommen erstmal in die ganz unten rein. Oh, ist schon voll. Lol, passt immer genau eine Reihe rein. Ist ja nice. Okay. Nice. Gefällt mir. Ach komm, jetzt hier. Bam. Und ja, wir könnten sie natürlich auch noch upgraden, ist richtig, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Von daher, ich meine, wir haben hier oben definitiv mehr als genug Platz. Können wir durchaus mal ein bisschen verschwenderisch sein. Hallo, Erdan-Server? Hä? Was zur Hölle? Ach, weil's, wow, weil es voll ist. Ist schon wieder. Alter, ey, mach ich mir ja noch selber hier kaputt, ey. Ist ja. Träumchen. Warte mal. So. Nächste Tasche. Aber wisst ihr was? Komm. Machen wir komplett neues Fach. So, easy. Gut, dann war es jetzt mit der Folge erstmal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ciao mit V.